Das Quadrat ABCD hat als Zentrum O und die Mitte seiner Seite AD ist M. Das Verhältnis des Flächeninhalts des schattierten Vierecks zu dem des Quadrats beträgt eine dieser fünf Zahlen. Frage, welche? Wenn wir die Seite des Quadrats S nennen, dann können wir den Flächeninhalt von diesem grauen Viereck berechnen als 2 mal Flächeninhalt des Dreiecks OBM. Und diesen Flächeninhalt erkennen wir am besten durch diese zwei Mittelsenkrechten, denn der Flächeninhalt von diesem Dreieck, das ist diese Basis MO, also S halbe, mal diese Höhe, also S halbe. Somit ist der Flächeninhalt von diesem grauen Viereck 2 mal S halbe mal S halbe geteilt durch 2. Und das ergibt S Quadrat Viertel. Aber S Quadrat, das ist genau der Flächeninhalt von dem Quadrat, S mal S. Also ist der Flächeninhalt von diesem grauen Viereck ein Viertel vom Flächeninhalt des Quadrats ABCD. Die richtige Antwort ist also ein Viertel, das heißt B. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.